Hallo, liebe Fußballfreunde, herzlich willkommen hier zur zweiten Folge von Chris Klassenfahrt. Ich habe gewartet, es ist jetzt 16.03 Uhr. Diese Schülerin ist noch Jungfrau und heute, das haben wir schon gelesen, Speed-Dating. Ich bin sehr, sehr gespannt, was da für Paarungen kommen. Wir haben ja schon die Vorschau gesehen, deswegen würde ich sagen, nicht lang schnacken. Kopf in den Nacken und schauen wir mal, was heute auf uns zukommt. Unterstützt durch... Okay. Ich bin gespannt. Hey! Hör auf, mit Sachen für kleine Kinder zu spielen. Du Grobia! Ich will dich eigentlich gar nicht stören, aber wir würden jetzt die Zimmerverteilung machen und ich glaube, Verkaufsbeispiel ja, nicht so lange. Ach, hi, da bist du ja. Ja, na? Also einfach mal. Alles gut? Ja. Okay. Oh. Hey, irgendwer ja, findet das. Kommst du eigentlich? Ich bin gestern aus dem Jugendknast entlassen worden. Ach. Beste Vorstellung. Weiter geht es. Aber ich habe noch gar nicht gesagt, ich finde es cool, dass man wieder die Musik der ersten Staffel genommen hat. Auf die Geschichte bin ich sehr gespannt, wie das noch weitergeht. Sorry. Endlich, ey. Kannst du mir mal ein Kissen geben? Boah. Eigentlich geiles Zimmer, oder? Ja, finde ich auch. Ich meine, ja, ist halt eine typische Klassenfahrt, ne? Ja. Voll in Ordnung. Also schön. Hier kann man es aushalten. Ja, Schatz, ich wollte dich mal was fragen. Und zwar, was denkst du, was die Klasse so von uns denkt, beziehungsweise so von mir und dir als Paar? Wir sind schon so lange zusammen. Irgendwie langweilig, oder? Wieso? Ist doch voll gut. Also ich habe eben mit Stanley gesprochen, der meinte, wir sind das heftigste Couple. Okay, ja, ich wollte dich noch auf was anderes ansprechen. Und zwar, du hattest ja letztens diesen Traum, von dem du mir erzählt hast. Weißt du, was ich meine? Der, ja. Wo ich was mit anderen Typen hatte. Mhm. Und was hältst du von der Idee, wenn wir das hier auf Klassenfahrt ausprobieren? Also, ich habe es dir zwar so direkt noch nie gesagt, aber es ist schon eine Vorstellung, die mich anmacht, ja. Julia und ich sind jetzt schon seit der 7. Klasse ein Paar und ich meine, ich liebe sie auch über alles. Sie ist wirklich mein Ein und Alles. Aber ich glaube, die Situation kennt ja jeder Junge, wenn man sich denkt, okay, man muss auch einfach mal wieder was anderes erleben. Das ist manchmal echt schwierig. Interessantes Thema, muss man ja mal hier mal sagen. Offene Beziehung. Also, ich muss zugeben, für mich persönlich wäre das gar nichts. Also eine offene Beziehung, wirklich gar nicht. Weil wenn ich mit jemandem in einer Beziehung bin, möchte ich auch nur mit ihr in einer Beziehung sein und nicht irgendwie eine offene Beziehung führen oder möchte auch nicht, dass einer von uns beiden, wo sie oder so jetzt, dann noch mit anderen Typen was hat. Das könnte insgesamt noch, glaube ich, eine sehr, sehr interessante Wendung nehmen, eine insgesamt interessante Handlung auch noch, ob die beiden dann auch noch zusammen bleiben am Ende der Staffel. Aktuell würde ich sagen, die bleiben zusammen, aber man weiß ja nicht, was noch passiert. Deswegen, also so, ja, Zumal erstmal muss man auf die Idee kommen, auch sowas machen zu wollen. Hat ja auch schon was zu heißen, weil er hat ja schon eben hier richtig gesagt, Julian, dass, die sind jetzt schon lange zusammen und Julian hat ja so gefragt, ja, was hältst du denn sowas von, was die anderen von uns denken? Ganz ehrlich, es ist doch schön, wenn welche glücklich sind und in einer Beziehung. Dann mischt sich da auch keiner ein, wenn man glücklich ist. Wenn man aber nicht hundertprozentig glücklich ist und hinter seinem Partner, seiner Partnerin steht, dann redet man so darüber, so von wegen, ja, wir haben doch darüber gesprochen. Was hältst du davon, wenn wir es ausprobieren? Also, mal gucken. Die Folge geht echt lang, finde ich cool. Ja,
Genau. Und du als Nachzügler sozusagen darfst dir dann tatsächlich mit mir das Zimmer teilen. Ah, mit dir? Ja. Ach krass, okay. Wir beide. Na gut. Genau, du darfst auch gleich schon, welches Bett du möchtest. Ja, ich geh nochmal hier rüber. Cool. Ja, ich habe damit gar nicht so viel zu tun. Frau Kalbsfleisch hat das irgendwie eingeteilt und meinte, dann kann ich als Patin sozusagen Auge auf den Neuen werfen. Finde ich gut. Ja. Also, weil du bist zwar nicht der Neue in dem Sinne, weil es gibt ja auch noch einen anderen Neuen, der ja. Stanley, ich weiß nicht, ob du schon kennengelernt hast, sitzen da aber jedenfalls, sondern du bist so der Neueste jetzt halt. Aber lernst ihn nachher noch kennen. Ah, ich habe Speed-Dating noch geplant und dann können wir das alles irgendwo alle untereinander noch so ein bisschen austauschen. Ja, finde ich cool. Also ich kenne das so nicht, dass Junge und Mädchen in ein Zimmer kommen, ist ja schon so ein bisschen eine... Ja, das ist ja, merkwürdig. Ein bisschen seltsam und neu. Ich weiß, ich habe das jetzt auch noch nicht so gehabt, aber sie meinte, das ist irgendwie so ein neues pädagogisches Ding und ja, einfach dann entstehen weniger Probleme. Das stört mich auch nicht, Das, müssen nur aufpassen, dass wir unsere Unterwäsche nicht vertauschen. Das war jetzt nur Spaß, du hast ja andere. Ich hab Boxershorts, du hast ja dann eher so Tangas drin. Ja, okay. Ich pack mal aus. Kurz peinlich, dann wieder bereinigt. So halbwegs. Und Frau Kalbsfleisch hat sich erstmal einen kleinen Snack. Hi, Jojo. Was kochen Sie da? Ich bereite mir eine vegane Mahlzeit zu. Willst du auch was? Frau Kalbsfleisch, wie lange sind Sie schon Veganerin? 2 Jahre jetzt? Ja. Einmal, da waren wir in den Ferien auf Amrum, also mit meiner Familie, das ist eine Insel. Und da habe ich mich mit 2 Schafen angefreundet, weil die anderen Kinder nicht mit mir spielen wollten. Und dann sollten die Schafe geschlachtet werden. Und ich wollte sie alle retten, aber keine Chance laut meinen Eltern. Sagen Sie, kann ich mit meinen Eltern telefonieren? Das geht leider wieder nicht. Oh, aber es müssen doch auch Geheimagenten mal Feierabend haben. Ja, Geheimagenten haben bestimmt auch mal Feierabend. Jetzt? Aber jetzt gerade im Moment geht's nicht, Jojo. Wir sind doch hier alle auf Klassenfahrt. Das wird lustig. Es ist schwierig, ins Detail zu gehen, was mit Jojo los ist. Ja. Ich habe auch irgendwann aufgehört, beim Schulleiter nachzufragen. Naja, er denkt halt, dass seine Eltern Geheimagenten sind, was völlig absurd ist. Aber... er ist auch einer meiner besten Schüler. Er schreibt die besten Noten, was wirklich verrückt ist. Ja, das sind meistens diese Schüler, die vielleicht so nach außen hin so wirken, als seien sie strohdoof, ist aber dann doch im Köpfchen haben. Was ist denn mit den Eltern? Weil darauf ist jetzt von Kalbsfleisch nicht eingegangen. Ah. Also Jojo ist auch noch ein sehr, sehr interessanter Charakter. Muss ich zugeben. Also so seine Entwicklung finde ich auch noch sehr spannend und habe ich so unter Beobachtung. Ich könnte mir vorstellen, dass da doch noch so einiges passiert. So eine krasse Veränderung. Vielleicht er und Madison. Also ich sag mal, ist jetzt nicht so abwegig auch. Mal gucken. Im wahrsten Sinne des Wortes. Das wird richtig, richtig verrückt. Ich freue mich so krass darauf. Aber ich glaube, wir sollten das nicht nur so zu zweit machen, sondern irgendwie so als Gruppe. Ey, das ist eine richtig coole. Aber weißt du was? Krass, Klassenfahrt oder sowas. Weißt du, was ich meine? Oh mein Gott, das ist der Klasse. Perfekte Name. Ich glaube, ich spreche das direkt ein. Wow. Ich glaube, wir müssen kleine Filmchen so von hier machen. Ja, Mann, das ist super perfekt. Ich glaube, das gibt es auch noch nicht. Hörst du das? Kommst du aus dem Zimmer? Oh, das kommt von Madison. Madison? Ich dachte, sie ist stumm. Aber die summt nur, die redet jetzt. Das muss ich jedem sagen. Nein, wir sagen das nicht, wir behalten das für uns. Okay. Ja. Nein, das darf keiner wissen. Ey, die hat doch eine Stimme, Mann. Ich wusste, dass sie sprechen kann. Ich wusste es. So, so richtig wissen wir auch nicht, ob sie sprechen kann. Weil ja, genau. Sie hat so ein bisschen gesummt und Frau Kalbsfleisch hat doch gesagt, dass sie stumm ist. Ja, aber Frau Kalbsfleisch ist auch die schlechteste Lehrerin, weißt du? So, ich sag ja nicht, dass sie nicht nett ist, aber nur nicht als Lehrerin. Du sagst das einfach niemandem mit Madison, okay? Hä, wieso? Vielleicht das ist macht sie man ja nicht. Irgendwie schüchtern und trotzdem ja, nicht genau, zu sprechen. Ja, genau. Ganz ehrlich, das muss sie selber entscheiden. Richtige Einstellung. Danke, Carina. Ganz genau meine Worte.
Anders hätte ich es auch nicht gesagt. Hi. Hallo. McLary, ich bin der Neue. Frau Kalbsfleisch, Veganerin. Ah, kriminell, kriminell. Und wir kennen uns ja schon. Hallo, okay. McLary. Ja, und du warst im Jugendknast? Ja, das kann man so sagen. Auch nicht ganz ohne Grund. Das war so eine Ladendiebstahl-Sache. Was ist das denn da im Hintergrund? Hat klein angefangen, so eine kleine Gruppe an Jugendlichen, und wir sind richtig groß geworden. Das waren alles so Tiere, die haben die Drecksarbeit, und ich war das Köpfchen, ja. Ich war das Köpfchen der Sache. Und das sind so Tricks, waren am Ende Milliardenwerte, ja. Also ich weiß nicht, es sind so kleine Sachen, die nicht direkt auffallen, wie zum Beispiel ein entwendeter Ring. Wow, was? Ja. Oh, krass. Kannst ihn gerne zurückhaben. Okay, cool. Dann mal Ruhe. Ja, du musst auf jeden Fall noch einiges lernen. LOL. Besser aufpassen. Ja, genau, wahrscheinlich. Man Frauen, die auch nur auf gefährliche Typen stehen. Ich kann es irgendwie gar nicht in Worte beschreiben, aber McLary, ich weiß nicht, der catcht mich irgendwie. Der, ja, wie man schon so gedacht. Süß. Also, obwohl süß irgendwo das falsche Wort ist. Das ist so dieses Bad Boy-Image, was dann manche mögen. Nicht viele, aber manche stehen dann so auf dieses Bad Boy-Image. Obwohl, ich sag mal, von der Logik her ja, aber dass er so aus dem Jugendknast kommt und man dann so direkt, sage ich mal, so trotzdem so auf diesen Bad Boy steht, obwohl man nicht weiß auch, warum er gesessen hat, so richtig. Ja. Obwohl, durch die Vorschau auf die Folge könnten wir es wissen. So gesehen. Aber ich bin hin und weg. Speed Dating ist dann jetzt angesagt, oder? Oh ja. Genau, das ist ja einfach total durch alle. Okay, cool, dass wir jetzt hier alle zusammensitzen. Ich habe mir hier als Klassenpatin mal ganz kurz ein bisschen was ausgedacht, damit wir uns besser kennenlernen. Weil jetzt so, klar, wir wissen so ein bisschen die Namen, aber noch nicht so viel. Jojo. Cool, okay. Jojo. Wir spielen jetzt aber keine Namensspiele hier, sondern ich habe mir was Cooles ausgedacht. Wir machen Speed-Dating. Und zwar 5 Minuten, die ihr mit einer anderen Person natürlich dann gegenüber sitzt. Und ich will mit Frau Kalbsfleisch machen. Okay, jeder darf mit jedem auf jeden Fall ein Speed-Dating machen. Wie die Reihenfolge ist, das steht da hinten am Whiteboard dann natürlich dran. Könnt ihr gleich gucken gehen. Aber noch nicht sofort. Ihr könnt über alles sprechen. Also wirklich, lasst da nichts aus. Sexualität etc. Ne? Lasst all euren Gefühlen einfach freien Lauf. Weil nur so lernen wir uns besser kennen. Und ich würde sagen, wenn niemand mehr Fragen hat, dann ja. Ich habe noch eine Frage. Müssen wir die Gespräche wirklich hier halten oder können wir doch woanders halten? Ihr könnt hingehen, wo immer ihr hingehen wollt, aber bitte nach 5 Minuten alle wieder hierher kommen, dass wir dann die Partner wieder tauschen können. Okay, ich glaube, es geht... Scheiße, ich hab's total vergessen. Der sitzt da einfach. Mac, ja, wo bleibt der Trommelwirbel, wo bleibt der Applaus, hä? Ja. Jetzt schon mal ein Fan, ne? Ich bin McLary, Fragen? Ich habe gehört, wo ich herkomme. Aus dem Knast. Ohne Scheiß. Also ich komme von keiner anderen Schule, keine andere Klasse. Ich komme aus dem Knast, Jugendknast. Verdammt harte Zeit, krasse Stories erlebt. Die Reaktion. Aber von einem ziemlich heftigen Dealer da habe ich ein Parfüm bekommen. Das heißt M9060. Hier extra für den Mood Date. Also genau richtig für... Okay. Wir machen jetzt wieder einen Counter. Nummer 1. Das heißt... Das wird, denke ich, bestimmt hier das neue Rhino Shield. Könnte ich mir vorstellen. Könnte. Alle Jungs. Oh, voll cool, dann riechen alle hier mal ein bisschen besser. Ja, ich würde sagen, hier, bitteschön. Viel Spaß damit. Okay. Okay, cool. Ja, ich glaube, dann ist es das jetzt wirklich und dann lass uns einfach mal loslegen, oder? Let's go. Let's go. Hey, warum muss ich mit der machen? Hey, warum muss ich mit der machen? Na, die beiden. Hey, guck mal, die beiden, die sich hassen, die müssen auch noch als erstes Speed-Dating machen. Finde ich witzig.
Na, kommt noch was? Und wie geht's dir so? Ich würde nichts, aber absolut gar nichts zu sagen. Holst dein Handy raus und mach jetzt das mal. Ja. Okay, dann nochmal, McLary. Hi, hi, Julia. Schön, dich kennenzulernen. Ja, du bist der Neue und du warst im Knast. Oh ja, ich merke, es hat sich schon so ein bisschen rumgesprochen unter euch Mädels, ne? Ja, ich meine, du hast es eben erzählt, ne? Ja. Genau, war nur ein Test. Ja. Nee, ich war im Knast und das war... Also es ist schon, das Gerücht stimmt schon, es überleben nur die Härtesten immer. Musterschülerin Julia, hier. Wird was Krasses im Schilde. Jetzt Folge 3 kostenlos auf pantherflix.com schauen. Ich habe das dann aber Folge 1 nicht gemacht, das werde ich noch im Nachhinein machen. Und auch hier verlinke ich unten, falls ihr euch dann die Folgen jetzt schon anschauen wollt. Ich gucke die hier auf YouTube und warte. Ja, nur eben hier als Hinweis. Ach, im Gefängnis. Das sind richtige, also gehöre ich auch zu. Ja. Erzähl mal, was hast du denn verbrochen? Oh ja. Ich weiß nicht, ob du es wissen willst. Also es war ein verschneiter Sonntagnachmittag. Ich bin durch so einen Tunnel gelaufen und dann waren diese Katzenbabys. Katzenbabys? Ja, also die sind ja öfter in so, also es waren scharenweise war alles voller Katzenbabys. Also scharenweise Katzenbabys in einem Tunnel. Genau, in so einem Karton. Und da war da dieser Mann, so ein maskierter Mann, der sah richtig böse aus, so ein breiter Typ und der wollte die alle töten. Die Katzen. Heute okay. Alle. Und ich, das waren natürlich dann Instinkte bei mir drin. Es hat geratet. Und ich hab mir so eine Flasche genommen, eine Glasflasche. Und hab dem richtig. So eine richtige Glasflasche hast du dem über den Kopf gezogen? Ging eher so Richtung Capri-Sonne. Und dann ist der gestorben. Okay. Und das alles, weil du dich für die Katzenbabys eingesetzt hast? Genau, so eine Heldentat, ne, im Grunde. Okay. Ja. Warst du eigentlich schon mal verliebt? Mhm. Nein? Sag mal Klettergerüst. Oh nein. Klettergerüst. Du hast eine nackte Frau geküsst. Nee, ich habe auch noch nie ein Mädchen geküsst. Echt nicht? Mhm. Wird man mich küssen schwanger? Jojo. Mann, der ist so niedlich irgendwie. Keine Ahnung. Hm. Hi! Na? Hallo? Boah. Kannst du sprechen? Mit dem Mund. Hallo? Wie geht es dir? Geht es dir gut, dann mach so. So. Oder so. Ja? Nein. Beste Konversation ever. Findest du mich hübsch? Hä? Zeichensprache. Stöhnst du beim Sex? Beste Überleitung einfach nur. Komisch. Ja, ist er nicht deine erste Klassenfahrt, oder? Erzähl doch mal. Ich hatte schon 3 Stück letzte Zeit. Okay. Ich finde bei Klassenfahrten, ich weiß nicht, bei mir ist das so, ich ziehe das andere Geschlecht irgendwie so magisch an. Ich weiß auch nicht, warum das... Ja, also vor allem auf Klassenfahrten, das ist richtig krass. Ja, also warum? Ich weiß nicht, das ist so, ich glaube, weil ich so kommunikativ bin. Bist du so ein One-Night-Stand-Typ? Auf Klassenfahrten? Also... Ja, klar, hä? Ja, hast... Also mit Klassenkameraden? Wie viele Freunde hattest du schon? Und wie viele Beziehungen warst du schon? Ab wann zählt man denn jemanden als Freund so? Also, ja. Bist du noch Jungfrau? Die Älteste? Gleichzeitig. Warum kannst du hier mit mir im Bett schlafen? Was soll das denn jetzt heißen? Hä? Naja, ich hatte halt noch nicht Sex. Weißt du, dass ich liebe? Wollte ich einfach mal fragen, ob... Oh Gott, aus dem Trailer. Ja. Ob es vielleicht irgendwie einen kleinen Gefallen gibt, den ich für dich tun könnte. Ja. Interessante Folge. Bin jetzt schon auf die 3. Folge gespannt. Ja. Was kann man jetzt nochmal so abschließend sagen? Also, Speed-Dating. So gesehen durchs Kennenlernen. Also ich muss zugeben, aktuell so am sympathischsten sind mir Madison und Jojo.
Also das sind so aktuell die Charaktere, die ich jetzt schon so ins Herz geschlossen habe. Das sind echt tolle Charaktere einfach. Vor allem eine Rolle zu spielen, die nicht spricht. Da bin ich auch noch sehr gespannt drauf, wie sich das entwickelt. Jetzt versucht Stanley auch noch Heidi rumzukriegen. Wen wundert's? Also mich wundert's nicht, weil irgendwie klar. Ja. Und ansonsten mal gucken, wie es mit Julia und Julian weitergeht. Und auch natürlich mit Nele. Also, die hatte noch nie ihr erstes Mal. Noch nie richtig einen Freund. Lässt sie sich auf Stanley ein? Oder lässt sie sich eben auf McLaren ein? Oder auf keinen von beiden? Ich glaube aber eher McLaren. Deswegen, mal gucken, wie sich das entwickelt. Wenn euch also diese Folge hier gefallen hat, lasst ihr mal sehr, sehr gern einen Daumen nach oben da. Und übermorgen, 20 Uhr, geht's dann weiter mit der dritten Folge. Ich freue mich jetzt schon drauf. Ich freue mich jetzt schon drauf. Und ja, ich wünsche euch heute noch einen wunderschönen Abend und übermorgen sehen wir uns dann hier zur gleichen Zeit dann wieder. Und bis dann wünsche ich euch einen Anpfiff, Abpfiff, Tor. Ciao, Fußballfreunde, und bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.